Ja. Bin ich jetzt drauf? Scharf wie nie zuvor. Okay, also ich hätte nicht gedacht, dass wir irgendwann in Alanya Schwierigkeiten haben werden, Immobilien zu finden. Und ich habe auch nicht gedacht, dass die Preise so schnell in die Höhe schießen. Was ich von einer Seite schade finde, von anderer Seite hat wahrscheinlich alles im Leben seine Berechtigung. Wenn weltweit alles ansteigt, steigt hier mit. Vielleicht ein bisschen langsamer, weniger, aber ich muss sagen, ich bin schockiert, was letzten 2 Jahre hier in Alanya passiert ist. Das ist eine Wohnung, in der wir uns jetzt befinden, in erster Reihe. Ich muss sagen, Wohnzimmer endlich mal groß genug, mit einer Küchenzeile bestückt. Und dieser Meerblick fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Jenny, von welchem Meerblick rede ich denn? Genau, Freunde, wir haben hier eine Immobilie, die 2 plus 1 ist, mit 2 Badezimmer. Man hat hier auch seitlich Meerblick, das kann euch nicht zugebaut werden. Es werden hier auch Anlagen gebaut, aber in die Höhe von dieser Fensterscheibe kommt Pool von nächster Anlage. Ich muss sagen, die Anlagen dahinter, Jenny, zeig mal nochmal bitte, die großen Häuser, haben wir Immobilien auch angeschaut, was uns sehr, sehr gut gefallen hatte, aber es war so teuer, dass wir nicht kaufen konnten. Mittlerweile ist noch teurer geworden, also können wir dort nicht kaufen. Hier haben wir den Wohnzimmer, die ist mindestens, messen wir mal Jenny, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 1, 2, 3, 4, 5, also circa 35 Quadratmeter Wohnzimmer mit Küchenzeile bestückt. Aber ich muss ehrlich sein, Freunde, die haben die Küche nicht sauber benutzt. Man müsste alles rausreißen, neue Küche. Ich bin mir sicher, wenn ihr so viel Geld investiert für so eine Wohnung, dann werdet ihr auch diese Küche nicht drin lassen. Ich würde sogar mit Insel machen wieder. Stell dir vor, Jenny, du sitzt hier, kochst und siehst das. Wie ihr seht, die Fenster sind zu. Straße ist belebt, es ist nicht so laut. So, Freunde, wir werden nochmal rausgehen, dann seht ihr auch, was für Größe dieser Balkon hat. Jenny, geh mal durch. So, ich muss sagen, wenn man die Türen und Fenster schließt, dann hört man die Straße nicht störend, aber ihr müsst euch gefasst machen, dass man direkt am D400 ist. Manche stehen nicht drauf, ich stehe drauf nicht, weil die Straße diese Laute gibt, sondern ich möchte, dass vor mir nichts ist und wenn Sonnenuntergänge hier sind, dann rastet hier aus. Komm mal, Jenny. Ganz kurz, liebe Freunde. Auch für Leute, die vielleicht von hier aus arbeiten wollen. Wir haben hier Glasfaseranschluss. Genau, auch das finde ich gut, dass ihr aus der Küche nochmal eine lichtdurchlässige Schiebetür habt. Dann haben wir gesagt, dass die Wohnung 2 plus 1 ist. Hier ist einer der Zimmer. Es wurde neu gestrichen, aber noch nicht richtig sauber gemacht. Das muss sauber gemacht werden. Klimaanlagen müssen installiert werden. Und wenn ihr sagt, okay, die Straße stört uns nicht, wir sind ein Paar, die in die Jahre gekommen sind, hören sowieso nicht so gut, dann ist die Wohnung wirklich gigantisch. Aber auch wenn man sehr, sehr gut hört, fit ist, kann man hier investieren. Die Badezimmer, Jenny, erste Badezimmer haben wir hier. Muss geputzt werden, Freunde. Und dann haben wir hier diese große Schlafzimmer, was sehr lustig ist, Steckdose. Wenn ihr Handy aufladen wollt, könnt ihr da anschließen. Ich denke, das haben die deswegen gemacht, Jenny, weil hier Fernsehen vorgesehen ist, weil Fernsehsteckdose auch dort ist und die wollten kein Kabel. Hier haben wir nochmal einen Balkon.
Wie ich gesagt habe, seitlich wird eine Anlage hinkommen, das wertet eure Wohnung noch auf. Hier kommt das Bett hin, rechts, links Lichtschalter. Ich muss sagen, eine der wenigen Wohnungen, wo viele Steckdosen sind. 2, 4, 5, 6, 7 Steckdosen in ein Zimmer. Dann hat man hier zweite Badezimmer mit einer Badewanne. Ich muss sagen, Jenny, ich würde die rausreißen und bodentiefe Dusche reinmachen. Die Fliesen sind gewölbt, ist auch schön, finde ich. Also, erste Reihe, 2 plus 1, 135 Quadratmeter mit zwei Badezimmer. Pool ist dabei, Fitnessstudio ist dabei. Sind zwei Blöcke, die dazugehören. Es kann nicht zugebaut werden, rechts nicht, vorne nicht und links sowieso nicht. Wer hier Interesse hat, ich will mich fast bei euch mich entschuldigen, was hier passiert ist, Freunde. Wir müssen die Überbleibsel an Immobilien aufnehmen und die sind so teuer geworden, aber trotzdem noch viel günstiger wie in Europa. Deswegen, ich weiß nicht, ob das weitergehen geht. Viele Finanzberater schreiben Kommentare und die belehren mich. Lira hin, Dollar her, Euro hoch, Yen runter. Leute, es ist so, wie es ist. Wenn ihr denkt, die Immobilie passt mir, ich kann da mir gut vorstellen, drin zu leben, dann kauft es jetzt, in ein Jahr ist noch teurer. Das weiß ich. Und wie es weitergeht, wissen wir nicht. Ich hoffe, dass alles nochmal ein Bestand hat, ruhig bleibt, dass die Menschen, die unzufrieden sind, nicht unnötig sich in Schuldenfalle reinreiten, weil man da und dort was erwerben möchte. Also gehen wir nochmal raus, Jenny. Dieser Boden habe ich auch nirgends gesehen. Das ist Marmor, helle Marmor. Die Schlafzimmer sind Laminat. Ansonsten hier eine Garderobe. Also die Wohnung macht auf jeden Fall Sinn. Ich muss ehrlich sein, wenn man hier 20.000, 30.000 Euro reinsteckt, dann hat man direkt am Meer eine Traumwohnung. Und wenn man Balkon verglast, dann hört man noch weniger als jetzt. Wobei, jetzt sind wir beide still. Jenny, sag was. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Freunde. Dieses Video hängen wir ein Video nach. Ich hoffe, dass die Wohnung euch gefällt. Wir werden auch für euch günstigere Wohnungen aufnehmen, wenn wir die finden sollten. In diesem Sinne, At Homes, macht's gut. Danke für die Treue. So, willkommen auf At Homes, Freunde. Heute ein spezielles Video. Und zwar, wir haben 5.000 Abonnenten erreicht. Dank euch. Vielen Dank. Und dieser Dank kommt aus dem Herzen. Nicht, weil wir da verdient haben oder das gemacht haben oder das gemacht haben, sondern weil wir so viele gute Begegnungen hatten. Ohne diesen Kanal hätte ich euch alle nicht getroffen. Ich habe immer versucht, seit 15 Monaten, nach meinem Wissen und Gewissen das beste Produkt auf den Tisch zu legen. Wobei, nicht nur ich wäre gelogen, wir als At Homes Team. Jenny und ich sind zu sehen, aber es sind auch sehr, sehr viele Menschen hinter uns, die für uns die Immobilien verkaufen, die für uns die Bürokratie übernehmen, wenn wir zeitlich nicht schaffen. Wer denkt, die zwei machen alles alleine? Das kann man nicht, weil man einen Markt hier hat, wo man wirklich viele Verbindungen braucht, dass man auch die guten Objekte findet und auch unbürokratisch und erfolgreich verkaufen kann. Und dafür hatten wir immer helfende Menschen oder kleine Begegnungen, Partnerschaften, wo wir unsere Immobilie, was wir gut fanden, so beschwerdefrei wie möglich verkauft haben. Jetzt, Jenny, willst du was dazu sagen oder soll ich weiterreden? Du darfst gerne weiterreden. Ja, Freunde,
Was ist passiert in diesen 15 Monaten? In 15 Monaten wurde in Alanya so viel Immobilie verkauft, wie sonst in 5 Jahren, sagt man. Das, was Markt hergegeben hat, haben wir alle verkauft. Alle Immobilienmakler, nicht nur ich. Das wäre schön. Nein, das wäre viel zu viel Arbeit. Wir alle haben die vorhandenen Immobilien verkauft. Jetzt haben wir ein Problem hier, ein kleines Problem. Die Immobilien werden immer kleiner und immer teurer. Leider Gottes hat Alanya auch durch diese Nachfrage einen Preisanstieg erreicht, wo wir manchmal schmunzeln, weil wir die gleichen Immobilien für viel weniger mal verkauft haben. Ihr dürft es uns nicht übel nehmen, wenn wir die neuen Preise auch ankündigen müssen. Entweder müssen wir aufhören, weil die Vergangenheit Vergangenheit ist, oder wir machen weiter mit neuen Immobilien und machen noch mehr Menschen glücklich, wie wir die erste Horde der Menschen glücklich gemacht haben. Wir haben es nicht in der Hand, was wie viel kostet. Aber das hatten wir ja auch in Deutschland nicht. Also ich meine, meine Wohnung war, als ich kaufen wollte, 560.000 D-Mark und irgendwann war 800.000 Euro. Das war mehr als 3-4-fache, wenn man Kurs auch mitberechnet. Leider Gottes ist Platz überall kostbar. Auch hier werden die Grundstücke oder Immobilien, die große Fläche haben, immer rarer, also immer weniger. Und die Immobilien, die kleiner sind, sind noch zu haben, aber nicht mehr für kleine Geldbeutel. Wir probieren trotzdem mit der Jenny, die besten, günstigsten Immobilien herauszukristallisieren, dass wir nach wie vor gute Verkäufer haben und Menschen glücklich machen können, die einfach aus Unzufriedenheit die Zufriedenheit suchen. Wir reden ja mit den Kunden. Es ist blöd, wenn ich als Türke über Deutschland schlecht rede. Das mache ich auch nicht. Werde ich auch nie tun. Aber wir haben mittlerweile sehr, sehr viele aus Deutschland, die über Deutschland nicht mehr positiv denken und das Land so schnell wie möglich verlassen wollen. Nicht, weil die das Volk, die Mentalität oder was anderes nicht mögen, sondern die Preise, Freunde. Das ist unbezahlbar, sagen die, auch wenn die eine Wohnung oder ein Haus dort besitzen. Die verkaufen diese Immobilien, legen hier an, um in Ruhe zu leben. Wie wird es hier weitergehen? Das weiß ich selber nicht. Aber ich bin positiv gewesen, ich bleibe positiv. Vor allem zu dieser positive Gedanke ist noch Flexibilität drauf gekommen. Wenn mir irgendwann hier nicht lebenswert erscheint, dann ziehe ich einfach weiter. So, Freunde, wir sind nochmal am Ende unseres Videos. Wir wollten uns dafür bedanken, dass ihr uns die Treue erwiesen habt, unsere Videos sehr, sehr positiv bewertet, sehr, sehr gute Kommentare hinterlässt. Manche andere sagen sogar, dass Sonntag nach dem Kaffee sofort At Homes eingeschaltet wird und die Immobilien angeschaut wird. Man muss nicht die Immobilien unbedingt anschauen, weil man die sofort kaufen möchte, sondern ich glaube, ich versuche zumindest, euch ein Gefühl zu geben, wie wenn ihr an meiner Stelle seid und durch diese Immobilien und durch diese Natur läuft. Das habe ich bei anderen YouTubern gemacht. 10 Jahre lang habe ich die Videos angeschaut, von Panoramablick aufs Meer oder Panoramablick in die Stadt. Das war immer mein Wunsch. Und was ich mir gewünscht habe, versuche ich euch auch zu zeigen. Ja, Schneeberge sind immer noch da, Jenny. Und ansonsten, Freunde, wenn ihr ein Anliegen habt, hier in Mittelmeerregion, egal um was es geht, könnt ihr uns gerne anschreiben. Wir werden euch so gut wie möglich weiterhelfen. 5.000! Ja, mein Bizeps hat nachgelassen. Und der Badan gibt keine Ruhe. In diesem Sinne, At Homes, bis bald.